Möglichkeit. Und so lernen wir auch mal kennen, wie schwimmen. Kein Spiel außer Darksiders. Im Moment habe ich ein Sandwich, im nächsten ist es weg. Kann man gut schwimmen. Oh, bitte. Okay, also wirklich schnell schwimmen geht auch in diesem Spiel nicht. Wie komme ich denn hier raus? Da. Und mit diesen Steinen können wir halt nachher so Sachen bauen, die auch für die Handlung wichtig sind. Deshalb sollte man die nicht verschwenden. Wer weiß, wie viele ich finde. Dämliche Möwen! Was denn mit dir? Verzeihung. Wie komme ich bitte auf den Frachter? Ich pfeife einfach und Larry macht dann mit dem Kran den Rest. Prima. Und das passiert, sobald meine Mittagspause vorbei ist. Okay. Also nie, weil mir eine Möwe mein Sandwich gemopst hat. Ich gehe es für Sie suchen. Sie erkennen mein Sandwich an der Größe, die Sandwich zu haben. Oh, ich liebe Sandwich. Ich hab ja mal aus einem Sandwich-Maker gegessen. Oh, nom nom nom. Aber man holt sich ja nicht für einmal die Dinger so ein Sandwich-Maker. Aber die Dinger sind halt so lecker. Falls Wurst und Marmelade drauf sind, ist es mein Gib Sandwich! Gib mir das Sandwich, du fliegende Ratte! Tauben sind fliegende Ratten, Möwen nicht. Sie Möwen sind fliegende Löwen. Aus. Mein Sandwich! Mein Sandwich! Larry! Der Typ hier will aufs Schiff! Hilf ihm mal! Klar doch, Boss! Tja, manche Leute können ihren Job im Schlaf. Wenn ihr euch wundert, warum ich nicht so ausflippe vor Lachen, das liegt einzig und allein daran, ist die Aufnahme seit, ich sage mal so, The Wolf Among Us, die Episode 3, als ich die aufgenommen habe. Ich habe dort erzählt, dass ich im Fitnessstudio bei so einem Bauchkurs mitgemacht habe und den Muskelkater meines Lebens habe. Wir haben jetzt einen Tag später, wo ich schon diesen Muskelkater habe und sobald ich lache oder husten muss, möchte ich gerne sterben. Es tut so weh, aber ich werde diesen Kurs weitermachen. Nicht bloß irgendeiner. Bin heute genau. In Spitzenform. Ich hatte nämlich eine Uniform an. Ah, oh, nein, schwimmen. Unter Wasser. Hab ich Nitro? Bitte. Oh, Chase. Chase McCain. Namen des Gesetzes. Pommes. Hast du gewartet? Na, na, na? Schafft er es? Spitzenverfolgungsjagd. Bam. Boah. Tot. Yeah. Eingeholt von ihm. Wir brauchen einen Wagen. Incoming Voice Message. Na, hast du diese Clowns schon geschnappt? Ja, Chief. Dann geh und kümmere dich um die Straßensperre auf der Auburn Bay Brücke. Diese Anfänger haben's versaut. Schlimmer kann's nicht mehr werden. Es war gerade der Chief. Hey, toll gemacht. Gut, dass wir diese Bankräuber-Clowns festgenommen haben. Sonst hätte es vielleicht den reinsten Medienzirkus gegeben. Einen Medienzirkus? Weil sie doch als Clowns verkleidet waren. Wie beim Zirkus. Schmerz. Zirkus-Clowns. Ist das Ding an? Das ist ein Notfall. Es tut so weh. Es tut wirklich weh. Es schmerzt, Muskelkater. Ja. Gut, da sind wir jetzt auch gleich bei der Straßensperre mit einem Feuerwehrauto.
Ladebildschirm. Mal gucken, was jetzt passiert. Das sind ja schon Kapitel 2. Dem Ladebildschirm. Wir sind gleich voll, aber die Ladebildschirm-Sachen stören mich nicht. Was ich noch auf seiner Wii U aufnehmen möchte, wenn die Zeit reicht, erzähle ich dann. Sie können doch fahren, oder? Ich brauche Hilfe! Keine Sorge. Du links und nach vorn. Du rückwärts und rechts. Du links, dann rechts und nochmal leicht links. Du weiter wie gehabt. Ich liebe es. Entschuldigen Sie, Ma'am, aber ich brauche Ihren Wagen. Natalia! Pure Romantik. Mein Wagen ist Schrott. Hat es nicht gereicht, mein Leben zu zerstören? Du hast dich kein bisschen verändert. Lass das Süßholzgeraspel. Deinetwegen musste ich meine Identität aufgeben. Sogar meine Haarfarbe musste ich ändern. Du warst damals nicht blond? Du... Ich gehe jetzt noch zu Dad, verabschiede mich und dann verlasse ich Lego City. Sehe ich dich wieder? Nein! Oh. Ach ja, Ladebildschirm. Ja, zu den Projekten, die noch von der Wii U kommen sollte. Also, ich habe die noch 2 Wochen. Da soll Donkey Kong Country Tropical Freeze kommen. Donkey Kong geht immer und er hat mir noch Rayman mitgegeben. Das ist ganz cool, das möchte ich mal spielen. Sonst, ja, ich könnte Mario, das neue hier, Super Mario 3D 3D World, aber... Mario halt. Also ich mag die Mario-Spiele, aber die sind irgendwie mal dasselbe, oder? Also das letzte großartige neue Mario war Mario 64. Ich meine, die sind wirklich gut, aber kennt ihr das? Ihr habt euch auch... Ich habe mich auch an Johnny Depp, der immer gute Filme macht, irgendwann satt gesehen. Was ist denn mit der Straßensperre passiert, Chase? Oh, ein Wagen geriet außer Kontrolle. Keine Sorge, hab mich drum gekümmert. Okay. Aber ich brauche einen neuen Wagen. Meinen habe ich, verloren. Eigentlich war das nicht mal meiner. Keine Sorge, bei Frank sind es im Schnitt 2 pro Woche. Beim Imbiss nördlich von dir befindet sich eine Fahrzeugrufsäule, ist aber schon länger außer Betrieb. Da braucht man. Und ich soll sie jetzt reparieren. Bist ein schlaues Kerlchen, Chase. Genau, hier meinen sie das. So. Achso, flupp. Hallo. Ich suche diese alte Rufsäule, kennen Sie die? Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Sieh dir nur die Zapfsäulen an. Alle zerstört. Und ohne Zapfsäulen keine Kundschaft. Aber dank unserer berühmten Eierpastete ist das Gegenteil auch nicht wahr. Reparierst du die Zapfsäulen, soll es dein Schaden nicht sein. Mhm. Hä? Einer? Das hätte er auch mal locker selber machen können. Das war's. Ich bin ruiniert, sag ich dir. Und 4. Rums. Großartig. Der Imbiss ist gerettet. Was möchtest du? Eiscreme? Ein Hotdog? Ein Eiscreme-Hotdog? Ja, von denen habe ich noch jede Menge. Oh, Eiscreme. Ich weiß. Ich gebe dir diesen Superstein. Der hilft dir beim Reparieren der Rufsäule.
Und irgendwo hier müsste noch ein anderer Superstein sein. Und das ist den ich eben holen wollte. Und den anderen suchen wir jetzt einfach. Na, wo ist er? Nein. Vielleicht da drin. Den habe ich auch an. Das ist ein kleiner Superstein. Jetzt haben wir 12.000. Und 1.000 hatten wir ja schon vorher gesammelt. Rufsäule kostet 8. Boah, das ist echt cool. Hm? Will ich haben. Superbauten. Jupp. Okay, wir können 65 errichten. Ich kann euch so garantieren, dass wir nicht alle freischalten werden. Goldene Steine. Haben wir jetzt einen von 22. Sehe ich auf meinem Wii U Gamepad. Mhm. Du kannst von hier aus Fahrzeuge anfordern, die du in Lego City verwenden kannst. Wenn ich etwas vorlese, was nicht da steht, steht es auf dem Wii U Gamepad. Mhm. Wir haben 0 von 10 Rädern, Notfall 1 von 17, 0 von 20 Arbeiterwagen, 0 von 18 Kompaktwagen, 0 von 16 Wuchtigen, 0 von 19 Leistungswagen, das sind so Sportwägen. Mhm. Und dann fordern wir jetzt einfach mal ein Auto an. Mhm. Welcher Farbe? Meine Lieblingsfarbe ist ja bekannterweise rot. Nee. Und einsteigen. Chase, ein weiteres Verbrechen ist im Gange. Auf dem Lego City Funkhaus haben sich Verbrecher verschanzt und unsere Leute kommen nicht rauf zu ihnen. Ich kann nicht fliegen, das ist dir doch klar, oder? Ja, aber mein Onkel Duke ist der Sheriff vom Bluebell Nationalpark. Er hat ein paar der alten Wurfhakenkanonen. Die könnten sich als nützlich erweisen. Dann holen wir uns doch so. Zu Unfällen führen. Deshalb benutzen wir sie nicht mehr, weißt du noch? Na, wenn dir das natürlich zu riskant ist. Ist es natürlich nicht. Super, ich sag Onkel Duke, dass du unterwegs bist. Ja, wir beeilen uns. Mit Nitro. Wo kommen die denn her? Ja, finde ich auch Unverschämtheit. Ah, Nitro ist wieder voll. Bams. Hier könnten wir auch wieder so eine super Baute hinbauen, wenn wir genug Steine hätten. Ich fahre auch immer einen echten Nitro, mit Nitro-Spritze. Hm? Ist halt ein bisschen schneller. Ich hätte auch gerne so ein Auto, so ein Cabrio. Ich bin ja ein großer Fan, ich fahre gerne Cabrios. Nicht um irgendwas zu kompensieren, sondern ich mag einfach Cabrios. Nicht unbedingt Sportwägen. Und... mich angekündigt? Ja, das hat sie. Freut mich, Chase. Duke Huckleberry ist der Name. Und ich weiß alles über dich. Verzeih meine Offenheit. Aber ich weiß von deinem Fehler. Dich aber deswegen gleich zu versetzen, fand ich ein bisschen heftig. Vor allem, da du den Zeugen zum Reden gebracht hast. Okay. Nun ja, ich habe in der Zwischenzeit dazugelernt. So was Dummes passiert mir nicht nochmal. Alles okay? Ja, alles okay. Haben Sie zufällig eine Wurfhakenkanone? Klar habe ich die. Nimm dir ruhig eins dieser nutzlosen Dinger. Haben mir kein bisschen bei der alten Bessie geholfen. Hä? Streifenbarsch, grau. Ungefähr so groß. Was? Nichts. Na gut, ich muss da mal los. Ein paar Verbrecher schnappen. Klar. Viel Glück mit deinem neuen Spielzeug. Die sind gar nicht leicht zu handhaben. Ja, doch. Ich glaube, das war nicht so schwer.
Also das Spiel ist, wie alle Lego Spiele und auch der Lego Film, was für alle Altersstufen. Also geht ja auch ohne Gewalt mal ganz gut. Und mit viel Humor. Hey Chase, es gibt da ein Problem. Ja, die Sache lief bisher auch viel zu glatt. Was gibt es denn? Wir haben widersprüchliche Informationen darüber, in welchem Gebäude die Räuber sind. Der Chief hat Fußstreifen auf die Suche geschickt, aber ich denke, du findest einen besseren Weg. Begib dich auf das Dach des Burgerladens, den ich auf deiner Karte markiert habe. Das ist jetzt ein gutes Stück. Kann ich mit dem Scanner rausfinden, in welchem Gebäude sie sind? Korrekt. Viel Glück, Chase. Wenn es doch in echt auch so gehen würde, dass man die guten Menschen einfach mit dem Wii U Gamepad abscannt. Aber es würde keiner machen, weil das Ding viel zu klobig ist. Ja, mal gucken, wie weit wir mit diesem Auto kommen. Hep. Ich weiß, hier war gerade... Also ich weiß, dass hier noch was Lustiges war. Irgendwo. Oder vielleicht war auch hier nichts Lustiges. Aber es ist noch ein gutes Stückchen. Was wollte ich denn gerade erzählen? Ja, wenn ihr selbst Let's Plays macht, werdet ihr das... Ach, hier rein, genau. Bisschen schneller, glaube ich. Also hat auch ein bisschen von GTA. Wir haben ja jetzt nur noch Spiele mit Open World. Das Open Worldigste ist ja Skyrim. So. Das ist, weil wir jetzt gleich hier beschleunigen müssen. Nein, hier mussten wir nicht beschleunigen. Moment. Ja, da beschleunigen wir gleich nämlich raus. So. Wir fahren nochmal zurück. In jedem Spiel. Ich muss ja zwei Let's Plays von mir vom Kanal nehmen, Brutal Legend und Call of Juarez. Wegen der Musik. Und da bin ich auch bei Brutal Legend alles Mögliche mit dem Auto gefahren. Nein, nein, da hoch! Wusch! Gut, ein bisschen abgekürzt. Einfach überall lang. Tja, da habe ich jetzt wohl einen Multiplikator freigeschaltet. Wofür auch immer. Für brutale Zerstörung in Legosity. Es ist auch von System of a Dawn ein Album, glaube ich, gewesen. Toxicity, also Giftheit, Vergiftung. Was ist denn der Zustand von Gift? Giftig. Ja, auf jeden Fall das, ihr wisst, was ich meine. Und das hieß Toxicity, aber alle haben natürlich gelesen Toxic City. Oder in Megamind. Master Metro City und er hat immer Metrocity gesagt und ist dann nachher aufgeflogen. Megamind ist übrigens ein ziemlich cooler Film. Wo fahr ich lang? Hat mir sehr gut gefallen. Vor allem, weil die nur Scheiße da gemacht haben. Und Megamind von Anfang an nicht böse war. Einfach nur Quatsch gemacht. Aua. Ich brauche ein Auto. Könnte mich krampfen. Iris. Das ist ein Notfall. Genau, weil sie mich angefahren haben. So. Da sind die Stats. Also mit dem anderen Stick kann ich dann... Ich muss erstmal einen anderen Stick finden. Hm. Der Burgerladen. Hep. Jenny's. Dinner. Diner. Hep. Dann können wir nämlich jetzt direkt üben, wie die... die Dingsies. Da. Hep. Und drauf. So funktioniert. Da ziehen sie runter. Und wieder hochklettern. Und hier runterfallen. Ihr merkt wieder meine ganze Professionalität, aber... Ich glaube, ich habe keine YouTube-Kiddies in meinen Abonnenten, die mich gucken, weil ich so professionell spiele. Würde mich auch mal interessieren, wer guckt eigentlich das Ganze hier meinetwegen oder guckt ihr das eher wegen der Spiele? Ich meine, die Spiele können ja alle bei Gronkh oder GameTube oder so gucken. Und wenn ihr es meinetwegen guckt, fühle ich mich natürlich doppelt geehrt. So, denkt dran, am meisten freue ich mich immer über Kommentare. So, ich sage
Zom. Ihr seht es jetzt wieder nicht, das muss wieder für euch super spannend sein. Da, der Fallzeit nach oben. Du? Da. Du? Noch höher. Da. Hab euch. Da, Zeit, dass genau. Euch jemand darunter holt. Weniger quatschen, handeln ist angesagt. Genau. Da seht ihr schon, wir können mal mit dem Entenhaken. Ich hab die Räuber gefunden. Aber ich werde mich auf das Nachbargebäude begeben. Von dort aus springe ich rüber und hab das Überraschungsmoment auf meiner Seite. Und verpatze ich es, bin ich wenigstens eine Woche krankgeschrieben. Hm, lecker Krankenhausverpflegung. Ja, springen ist nicht A. Auch Krankenhausessen ist gar nicht schlecht, wenn man privat versichert ist. Kann man auswählen. Ach ja. So. Und hoch da. Und rein da. Oh, Ladebildschirm. Da freuen wir uns auch immer am meisten. Gerangel auf den... Das ist ein Spezialauftrag. Chocolate! Lass das bitte.